Hallo und willkommen zurück zu Red Dead Redemption 2 PlayStation 4. Ja, ich habe seit einer Woche nicht mehr gespielt, weil ich keine Zeit hatte und wenn ich gespielt habe, Battlefield gespielt habe. Ja, gut. Ja, es ist halt so, dass ich dann jetzt weniger Zeit für Red Dead Redemption 2 habe, was natürlich ein bisschen schade ist, aber ich glaube, ihr könnt mir das ein bisschen. Also, ich hoffe, ihr könnt es verstehen. So, deswegen machen wir jetzt erstmal wieder Einleitung in, wie verdammt nochmal war die Steuerung. So, in Mission. Und okay, wir gehen einfach zu Molly, weil da Molly ist hier um die Ecke, die alte Schnitsch. Ja. Na gut. Mal gucken, was uns da wartet. Yes, Miss O'Shea. Miss O'Shea. Molly, would you? Arthur, how is Dutch? I mean, how does he seem to you? I'm about the same as usual, I guess. I really love him, you know. But if he... Like he always says, loyalty is everything, so... Arthur! Excuse me, Miss O'Shea. Oh, nein, what here. I bring a gift. The great gift of information. So you got some tip-off, so now I can risk my neck and make you some money while you lounge around. You know, Arthur, bitterness, it works on the inside as well as on your sour face. If you say so, but you could go find some other fool to run your errands. Bill, come on over here. Will you be my other fool? You too, Charles. What are you talking about? Arthur's above a little stick-up I heard about. No, I'm not. You just said... Hey, I'll do it, as long as you ride with us. I got a serious medical condition. Yes, you are a compulsive liar. No need to be like that. Have I ever lied to you? I hardly know you. Exactly. Now, you boys should do this. It's easy. Ich kenn dich kaum. I'll only take a small commission for my information, but it's now or never. Then it's never. Oh, God help me. Fine, I'll do it. Well, what is it? It's a supply wagon carrying payroll, but... Very briefly unguarded, apparently. As it passes through a crossroads near here, where there's an old ruined church, before it connects with the rest of the wagon train. Very easy picking. As long as we get paid, or you get shot, I'm happy. You are a sick man, Arthur Morgan. A very sick man indeed. Ja, ne? Ich glaube, die Kirche habe ich schon gesehen. Na gut. Ja, dann reit mal hin, da, du Suffkopf. Ah, treues Ross. Ich wollte jetzt den Text gucken. Eine Piaffe durchführen, aber warum? Naja, egal. Job like this since you fellers were knee-high to a grasshopper. Once a decade, maybe. So what is it you've scoped here exactly? Okay, hold up here. We should cover our faces. They'll be passing through the cross. Da. Roads up ahead. When? Soon, Williamson. Christ sakes. I should be due any time now. Let's keep this quiet and clean. Nobody needs to die here. There! You see, gentlemen? Just like clockwork. Oh, meine Nase juckt. Heilige Scheiße. Hallo? Bedrohen wir sie. Stop the wagon! I said, stop the damn wagon! Whoa! Now, don't try anything stupid. And we won't do anything of kind. You know, boys, I don't want to get shot, but this is a mistake. I work for Cornwall Kerosene and Tar, Mr. Leviticus Cornwall. Oh, great. So you know him? Who doesn't? I hear he's rich enough to share the wealth around and not miss it too much. Oh, he'll miss it. Okay, why don't you check out around the back? Arthur, help me out here. Na, schauen wir mal, was da im Wagen ist. Hallo. Sag mal, Steuerung, komm. Meine Fresse, ey.
Money. Hey, think I see something? Oh, great. Let's go, Arthur. Let's go. Yeah. Ich komme den Verfolger mit der Bande, okay? Kinokamera, komm. Obwohl besser nicht, das ist wichtigst. Ich glaube, wir sollten eigentlich gar nicht hier. Naja, egal. Sneak out of here. Charles, you keep watch for now. Sure. Well, we get some rest. Ein bisschen offen für Versteck. Aber gut. All right. Let's try and get out of here. Hey, shit. Absolutely. Shut up, old man. Look, I was just trying to... Shut up. There's a light over by the house. Damn. All right, now let's just keep this calm. See what happens. No. Is this your place? Kinda. And you didn't hear nothing? Why don't you just tell me, partner, what you heard? Tell me what you heard. I don't... Maybe I heard some noises out by the barn a while ago. Oh, nein. Ain't me. Better not be. All right. Coop forth. Lo, go check out the barn. Sir. Na, super. Scheiße. Arschlecken. Well, the place looks deserted enough. Sure. You head inside, I'll go round the back. Fuck. Place looks empty to me. Now, the old guy up there is full of crap. I don't think they're here. Don't see any horses. Come on, let's head back. Huh? Place is empty. Shit. Scheiße. Looks like we're shooting our way out of here, fellas. Oh, Steuerung, ich hab sie wieder vergessen. Alter, ich hab relativ viel Steuerung im Kopf. Herzlichen Glückwunsch.
Er versteckt sich nicht, okay. Au. Ach Gott. Bin ja überhaupt nicht mehr in der Steuerung drin. Kontrollpunkt. Und scheiße, ist mir gerade heiß hier. Na, was war der Kontrollpunkt? Okay, der Terror. Oh, Feuer nehmen. Okay, wie war das? Darf nochmal ducken und verstecken. Wow. Heilige. Na kommt schon. Oh Mann. Ach du Heilige. Wow. Was zur Hölle war das? Kiki? Okay. Na, sollte klappen. Please split up a bit. Try to confuse him. Arthur, with me. And you can dump Williamson here on your own. Oh, shut the hell up. Quick. Behind these rocks. They're coming this way. Perfect. We need to do this quietly. You take the left and I'll take the right, okay? You're right on my right. You see anything? Not yet. Oh, komm. Get the hell off me. Don't mind if I keep my boots, do you? Mine are pink. Hallo? Try this. Any requests for the... Made a meal out of that, didn't you? Oh, just stand there. Oh, scheiße.
Irgendwas habe ich jetzt hier liegen lassen. Ach, egal. Scheiße, wo ist er hin? Waffe. Oh Gott, ich sehe nichts. Some money, didn't we? Sure, but now we got coal on our backs. It was an honest mistake. Hey, leave it, Gwonk. Get out of here. Every man split up, Gwonk. Run quick. Good luck, Jens. Stay quiet and move. Gesamtbeute 900. So, speichern. Bandenanteil 450, mein Anteil 112. Na toll. Na gut, besser als nix. Wir looten noch mal ein bisschen. Ein kleines bisschen. Schon mal mein Pferdchen herholen. So, ja, ich bin voll aus dem Training raus. Echt so viel Battlefield gespielt. Natürlich nicht alles aufgenommen und ja, gleich die Steuerung wieder verbattelt. Dann wird nicht jünger. So. So braves Mädel. Oh, da oben ist ja jemand. Wow! Zeuge der. Wow. Wow. Scheiße. Was mache ich denn da, Alter? Ich will doch nur. So, er ist tot, das reicht. Mein Gott, ey, wie dumm kann man denn sein? Oh nein, da komme ich. Oh Gott, 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 kommt noch mehr. Oh, hey, das hört sich dann an wie ein abgeschlachtetes Schwein. Also mich können sie eigentlich nicht auf dem Schirm haben. Ach, Truthähne. So. Meine Güte, das war echt ein bisschen alles ein bisschen dumm. Und mein Pferd steckt da irgendwo fest. Na, ich höre es. Ferdinand! Da, Flamme! Ja, braves Mädchen. Worum dich kümmern wir uns erstmal ganz kurz. Ey, du, hey, bleib hier! Hey, alles gut. Ganz ruhig. Hey, wir stressen jetzt schon wieder weg. Hallo? Okay, Girl. So. Alles gut bei dir? Nee, ne? Gegenstände. Pferd. You're okay, Girl. So, was zu essen. Freu dich. So. Heilige Scheiße. Wo sind wir überhaupt gelandet? Okay, das ist schon
Hinter Lager. Ach du meine Güte, was ist denn da hinten für eine Mission? Kopfgeld 105. Ja, ja, na klar. Moment. Mikabel. Gebet mit ihm im Lager in der Nähe von Strawberry zu treffen. Okay, würde es schon sich lohnen. Was ist hier unten los? Ja, Lenny. Okay, Lenny? Ah, Lenny möchte mit dir sprechen. Na gut, dann gehen wir zu Lenny. Nö. Er geht aus dem Wald raus, ohne das Pferd wieder gegen einen Baum zu setzen. So. Moment, ob hier noch irgendjemand ist? Was zur Hölle? Na gut, dann schauen wir uns doch mal das Haus an, weil ich glaube, der Besitzer dürfte nicht mehr da sein, oder? Lesen. Enteignungsbescheid. Auf Anordnung des Richters Meredith Holden und der Gerichtsbarkeit des Staates Limoyne wird dieser Grundbesitz einschließlich aller darauf befindlichen Güter zwangsenteignet und der Bank von Rhodes übereignet. M. Holden, Richter Holden. Na toll. Jetzt trotzdem rein. Bestimmt eine Möglichkeit, da reinzukommen, wenn es jetzt gerade nicht so dunkel wäre. Vielleicht auf der anderen Seite. Ich bin jetzt gerade ein bisschen bezweifle. Scheiße! Oh, das gleiche. Ach, Manu. Wie gesagt, irgendeine Möglichkeit gibt es bestimmt. Ich krieg's nur gerade nicht hin. Naja, gut. Dann war es mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen, auch wenn es ein bisschen durcheinander war. Vielleicht würde ich mich freuen. Mach's gut, bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.